und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal. Ich bin Christine von Pixu und hier auf diesem Kanal bekommst du alles rund um das Thema Nähen, meine Schnittmuster und das Plotten. In der letzten Woche habe ich euch alle 24 Schnittmuster vorgestellt, die im Jahr 2020 erschienen sind. Wenn ihr das Video noch nicht gesehen habt, ihr findet es hier oben unter dem i. Es lohnt sich wirklich, dort einmal vorbeizuschauen. Heute gibt es wieder eine kleine Nähanleitung für euch, und zwar eine Nähanleitung für Anfänger. Ich möchte mit euch solche Schüsselabdeckungen nähen. Die sind super praktisch, nicht nur für den Sommer, wenn ihr mal eine Schüssel habt, wo ihr einen Salat abdecken möchtet, der schon vorzeitig im Garten auf dem Tisch steht, sondern auch für den Winter. Ich nutze das beispielsweise ganz gerne, wenn ich über Tag meinen Brotteig gehen lasse, dann bringe ich diese Abdeckung darüber und ich kann die ganze Ruhe stehen lassen und weiß ganz sicher, dass die Abdeckung nicht abspringt. Wie diese Abdeckung genäht wird, ohne Schnittmuster, zeige ich euch jetzt Schritt für Schritt in diesem Video. Um jetzt eine Abdeckung für eine Schüssel nähen zu können, benötigst du zum einen einen beschichteten Stoff. Entweder ist es ein Wachstuch oder ein beschichteter Baumwollstoff. Dieser ist für die Innenseite und zusätzlich kannst du für die Außenseite noch einen ganz einfachen, schlichten Baumwollstoff nutzen. Wir brauchen zum einen den Durchmesser dieser Schüssel, um ihn entsprechend auf einen Stoff zu übertragen. Du kannst dir das Ganze auch viel einfacher machen, indem du dir den Stoff, den du nutzen möchtest für die Innenseite, nämlich den beschichteten Stoff, einmal ausbreitest. Und die Schüssel falsch rum auf den Stoff legst, natürlich nicht so mittig wie ich, sondern ein bisschen platzsparend, denn wir wollen ja auch ein bisschen Stoff sparen. Zu dem Umfang der Schüssel kommen jetzt noch 4 cm an dem Rand dazu, deswegen musst du hier oben und auch an der Seite ein bisschen aufpassen, das Ganze richtig zu positionieren und kannst dir dann den Umfang der Schüssel einmal mit einem Stift auf den Stoff übertragen. Ich mache das Ganze mit einem Permanentmarker. Dieser wird später sowieso nicht mehr sichtbar sein. Und deswegen kann man den gut nutzen, denn das ist einer der wenigen Stifte, die eben auf beschichteten Stoffen auch malen. Trickmarker funktionieren hier leider nicht. Hast du dir dann den Kreis übertragen? Das ist jetzt hier in der Kamera eventuell etwas schwer zu sehen, geht es damit weiter, ringsherum 4 cm zu dem Kreis dazuzugeben. Hast du das getan, kannst du einmal deinen Kreis ausschneiden. Ist der Innenstoff, also der beschichtete Stoff, in dem Fall jetzt ausgeschnitten, kannst du diesen als Schnittmuster verwenden und den gleichen Kreis aus deinem Oberstoff zuschneiden. Hast du diese beiden Kreise nun zugeschnitten, geht es damit weiter, sie rechts aufeinander zu legen. Und anschließend nähst du sie mit einer Nahtzugabe von 1 cm ringsherum zusammen und lässt eine Wendeöffnung von ungefähr 10 cm an einer Seite offen. Wie du hier siehst, habe ich die beiden Stoffe noch mit einer Overlock-Nähmaschine versäubert. Das Ganze kannst du auch mit einem Zickzackstich an deiner normalen Nähmaschine machen, wenn du keine Overlock-Nähmaschine haben solltest. Und nun werden beide Stoffe, einmal der beschichtete Stoff und der Baumwollstoff, im Abstand von 1 cm zum Stoffrand zusammengenäht. Achte dabei darauf, dass du die Wendeöffnung von 10 cm lässt. Hast du beide Kreise so nun zusammengenäht, geht es damit weiter, sie durch die Wendeöffnung zu wenden. Nachdem das Ganze jetzt so gewendet ist, kannst du versuchen, die
Praktikanten hier etwas zu bügeln. Je nachdem, was für einen Stoff du verwendest, funktioniert das besser oder schlechter oder ist auch gar nicht möglich, da der Stoff eventuell schmilzen kann. Diese Beschichtung kann sich lösen und gerade bei Wachstuch sollte man sowieso nicht bügeln, damit sich eben der Stoff nicht auflöst bzw. schmilzt und am Bügeleisen kleben bleibt. Passe hier also etwas auf. Je nachdem, was für einen Stoff du verwendest, kannst du versuchen, vorsichtig diese Kanten in den Bruch zu bügeln oder eben das Ganze schön mit der Hand so ausstreichen, damit du einen schönen Stoffbruch bekommst. Damit dieser Kreis später auch auf der Schüssel hält, müssen wir ein Gummiband einnähen. Dieses Gummiband kommt in einen Tunnelzug und diesen Tunnelzug nähen wir jetzt. Der Tunnelzug wird im Abstand von 2 cm zur Stoffkante ringsherum genäht. Du nähst jetzt also einmal komplett um den gesamten Kreis im Abstand von 2 cm diesen Tunnelzug. Diesmal brauchst du keine Wendeöffnung zu lassen. Jetzt wird das Gummiband eingezogen und um die richtige Länge des Gummibandes zu ermitteln, nehme ich nochmal die Schüssel zur Hilfe und lege das Band hier um die Schüssel herum und spanne es so ein bisschen, damit das Ganze auch wirklich an der Schüssel hält und das Band nicht zu lang ist. Anschließend wird das Band an der Stelle abgeschnitten und du kannst es mithilfe einer Sicherheitsnadel einmal in den Tunnelzug einziehen. Am besten fixierst du dir das Ende in der Hand, dass du das nicht aus Versehen mit durchziehst und schiebst die Sicherheitsnadel dann hier durch den Tunnelzug. Am anderen Ende angekommen, kannst du die Sicherheitsnadel wieder entfernen und aufpassen, dass dir das Band nicht zurückrutscht und die beiden Enden dann miteinander verknoten. Nachdem sie verknotet sind, wird das ganze Band in den Tunnelzug eingezogen. Du kannst es ein bisschen glatt ziehen und gleichmäßig raffen, denn genau das ist ja das, was wir wollten, damit wir den Deckel bzw. diesen Überzug, diese Haube entsprechend auch auf die Schüssel kriegen. Im letzten Schritt wird jetzt die Wendeöffnung geschlossen. Dafür legst du dir die Nahtzugaben beider Stoffstücke nach innen rein und fixierst das Ganze so ein bisschen mit Klammern oder Nadeln. Und kannst dann die Wendeöffnung ganz knappkantig mit einem geraden Stich zusteppen. Wenn dann die Wendeöffnung geschlossen ist, dann hast du eine perfekte Abdeckung für deine Schüssel. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen und ihr gebt mir dafür einen Daumen hoch. Wenn ihr zusätzlich hier unten noch meinen Kanal abonniert und die kleine Glocke läutet, verpasst ihr kein Video, das hier auf diesem YouTube-Kanal hochgeladen wird. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Nähen weiterer schöner Dinge und einen schönen Tag. Tschüss!